Und damit auch seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglarum zu einem neuen Part Minecraft Story Mode mit dem Zwergenfürst. Ja, die Teams. Das haben wir im letzten Part am Ende schon gesehen. Ja, das überschneidet sich jetzt ein bisschen, aber ja, überschneidet sich nicht viel. Die Teams haben Farben, wie es ausschaut. Bloß wir irgendwie nicht. Wir sind bunt. Wir sind ziemlich bunt. Da kriegen wir noch eine Farbe zugeteilt. Rot sind wir, wie es aussieht. Die sind Tim-Typen. Ja, das stimmt. Sie verehren ihn irgendwie. Das nächste Spiel, auweia. Und wir müssen wahrscheinlich noch unsere Uniform anziehen. Oder können wir in unseren bleiben? Steht da gerade in der Übersetzung Surprise Umkleideraum? Da haben sie wohl was schlecht übersetzt, wie es ausschaut. Da war wohl ein Übersetzer ein bisschen blöd. Ein fairer Wettkampf, das wünschen wir uns. Ja, auf geht's, möge der Beste gewinnen. Tim, liebe Tim. Wir werden denn besser sein als er? Wir werden der neue Tim, der neue Sieger. Ja, das stimmt. Wir haben schon Schlimmeres überlebt. Dann werden wir dieses kleine Spiel auch noch schaffen. Ja, den kleines Survival-Game hier, das überleben wir auch noch. Zwei sind noch da. Stimmt, ja, die meisten aus unserem Team sind schon disqualifiziert. Wir sind kein vollständiges Team mehr. Aber wir können uns jetzt mal ein bisschen... Eigentlich war es ziemlich unfair, dass unsere Freunde jetzt nicht mehr spielen können, weil die sind überrascht worden. Das zählt eigentlich nicht mehr wirklich, aber gut. Irgendwie werden wir es schon überleben, wir werden es auch zu zweit schaffen. Notfalls alleine. Das will ich nicht hoffen, dass Elva sterben geht, aber notfalls werde ich alleine zum neuen Timmy. Verbündete. Das sieht gut aus. Zusammenarbeit mit denen. Ja. Verbündete. Ist in so einem Kampf nicht schlecht. Wie sollen wir das anstellen? Ja. Und dann war zwei neue Teamkameraden, das ist auch erstmal nicht schlecht und naja, wir werden es dann irgendwann mal am Ende mal ausschalten. Also so läuft das ja mal bei Hunger spielen. Das ist ja immer so, dann verbündet die halten einem erstmal den Rücken frei und dann, ja, Ja, wir können sie gebrauchen, wir können Verbündete gebrauchen. Ja, nicht ausschlagen. Das kriegen wir schon hin. Vielleicht müssen wir sie auch nicht selbst ausschalten. Vielleicht werden sie irgendwie anders ausgeschaltet. Aber erstmal halten sie uns den Rücken frei. Das ist doch mal schon was Gutes. Team Rot und Team Grün. Solange du nicht eine Rot-Grün-Schwäche hast, ist das komplett in Ordnung. Keine Gnade, Ivor. Was zum Geier? Da hat jemand den ganzen Satz nicht übersetzt. Holla! Du wirst schlampig.
Der Übersetzer. Wird es jetzt schlampig hier? Wird das jetzt hier. Team Gelb sieht gut aus. Sieht nach einem starken Team aus, nach einem Team voller Power. Mit dem müssen wir uns eigentlich verbinden. Team Grün, naja, gut, auch gut, aber ich vertraue dem Team Gelb, die sehen sehr stark aus, also da müssen wir, was heißt vertrauen, ich vertraue denen nicht, also auf die müssen wir gucken, die müssen wir als erstes besiegen. So, auf die Plätze, fertig, und los, sieht nach Quicktime Events aus, und wir müssen überleben, auf geht's, und los, was kommt, was wird, so Hindernisse ausweichen. Das heißt, ich sehe es nicht. X. Okay. Dadurch Y. So, also, nice. Oh, verdammt. Das war heiß. Das brennt. B. Oh, Kacke. Ich bin schlecht. X. Hui. Tut mir schwer beim Überleben. Na komm. Das kriegen wir hin. B. Zack, nicht in die Lava fallen. B. Und nochmal B. Zack. Oh, hä? Mist. Bin schlecht gesprungen. Ich bin tot. Auf ein neues. Ein nächster Versuch. Auf geht's. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Kontenance. Ein bisschen reagieren. Aus dem Weg. So X. Und das war doch gut. So, Y, zack. So, gut reagieren, auch dann bei der Stelle. Das war gut, ausgewichen. Und B, zack. Das wird ein spitzen Run. Ich glaub dran. Hup, zack. Und jetzt drüben bei der Sache richtig springen und steuern. Na, B. Und Spitze, B. Darüber und B, darüber und B, darüber. Super, müssen wir nur ein bisschen steuern. Das wird einfach. Oha, es wird geschossen. Jetzt müssen wir auch noch kämpfen hier auf dem One. Okay, das wird hart. Ach du Kacke. Y. Ah, zack. Auf die Quick Damage Events reagieren. Und auf alles gefasst sein. Zack, Y. Und A. Zack. Jo. Das ist tot. Nein. Ah. Fail. Noch nicht komplett, aber wir sollten besser aufpassen. So. Quick Time. Ausweichen. Y. Puh. Die Gegner ausschalten. Und B. Zack. Und ins Wasser. Scheint ein Speicherpunkt zu sein und safe. Okay, Kampfarena, weiter geht's, hoffentlich war das ein Speicherpunkt, das war, wenn wir verlieren, jetzt ja nicht von ganz am Anfang starten müssen, ich glaube es zwar nicht, aber das tut weh. Ja, die überleben, dürfen kämpfen. Okay, Quicktime Events, runter, und jetzt wird überlebt. So wie Fall. Das ist Minecraft. Ah, unsere Verbündeten. So, los geht's. Na komm. Zack, 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 zack. Hier passiert alles plötzlich und ganz schnell hintereinander. So. Wir besiegen unsere Feinde. Und vielleicht räumen sie bei der Seite, das will ich nicht hoffen, aber träumen sie aus Versehen noch. Oh wei, unsere Verbündeten sind keine Verbündeten. Zack, aus dem Weg. Bin ich gut ausgewichen. Trank der Schnelligkeit. Hui. Was zum? Eiwo. Nein, jetzt bin ich alleine. So ein Mist. Ganz alleine im Kampf. Jetzt muss ich reagieren. Zeit her, sie angreifen. Ihn angreifen, meine ich. Er sieht am schlimmsten aus.
Ha! Runter da! Und B! Zack! Den schweren Koloss als erstes besiegen. Y! Zack! Und A! Oh, feil! Kacke! Ausweichen! Ich habe mein Schwert verloren. Das sind schon mal schlechte Sachen. Das kann ja gar nicht gut sein. Das kann nicht gut ausgehen. Weg da! Jetzt kratzt mein Hals auch noch. Kletter, kletter, klettern. Und die denkt nur an sich selbst. Nicht an das Bündnis. Ich meine, das tun wir auch irgendwie. Zack! Und hoch. Puh, gerade so noch geschafft. Dann fast in Lava gefallen. Komm, weiter, 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 weiter. Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Ja, komm, weiter hoch, weiter hoch. Und wir überholen euch. Na, jetzt habt ihr geschubst. Ja, jeder für sich. War vielleicht eine schlechte Entscheidung, aber Pech gehabt. Oh oh. Oh oh. Ja, das war vielleicht ein Fehler, aber ja, ich bin schwertlos. Allerdings, jetzt müssen wir ausweichen. Und weiter. Flint and Steel. Okay. Einsetzen. ZTR! ZTR! So. Puh. Das ist gut, dass ich das noch habe. Und hoch. Dann wir überlebt. Wir sind der Sieger. Ach, das ist schon die Krönung. Ja, Jesse ist da. Jesse hat's überlebt. Ja, sieht so aus, als wäre ich der Gewinner. Ich war der Erste. Na, Jesse wins. Du hast versucht, mich zu töten. Hallo? Wir sind keine Verbündeten mehr. Auf keinen Fall. Wir haben gewonnen. Was? Die hatten einen Deal? Na, hey. Gehst einen Deal mit denen ein? Ja, Leute, die einen Deal mit solchen Pappnasen eingehen, die hätte ich tatsächlich für Eiwohnen und Hose. Hätte ich tatsächlich für Abschaum. Ach, der ist in den Minen gelandet. Ist ein Freak vertraut. Einen absoluten Pappnase. Dass ich jetzt natürlich nicht als Sieger gekrönt werde, ist ja klar. Wir müssen noch mehr Abenteuer erleben. Das ist ja nicht, das werden wir ja nicht sofort. Ah, er ist hier. Jo. Abenteuerklärung. Die Scheiße, die hier abläuft, das ist hier noch alles stecken, noch hier hinter einem. Einer Decke hier. Zuerst will ich die Informationen. Ja, ist hier. Was ist hier los? Die hängen alle unter einer Decke und wollen mich alle hier ausschalten. Das ist doch hier. Bah! Tricks, Leute. Dreckig wiederbelebten. Er ist mein Freund, der kann mitkommen. Oder auch nicht. Ach, Mann. Er hat Informationen. Jesse, I'm warning you. Give me one sec, I want to talk to him. You're gonna get me in trouble. Hurry up. Hey, what's up? Hi, Jesse, I'm Sebastian. Du hast Geheimnisse. I'm about to see the old builders, and I just wanted to say, please, just don't make them mad.
Sie nicht wütend machen, okay, versuche ich mir zu merken. Ich werde es mir merken. So, ich muss jetzt die nicht verärgern und mal mit dem mitkommen. Ich werde aber auch nichts Unmögliches machen. Ich werde jetzt hier nicht Sachen machen, die hier von mir fordern. Ja, hier bekommt jeder Ärger. Das ist auf dich zu beschweren. Alles Knechte von diesen Spielemachern, das ist doch abscheulich hier. Ich weiß mir gar nicht, was hier passiert. Na dann, gehen wir mal zu den lieben Herren hier. Wow, so this is how the old builders live. Gehen wir mal zu denen. Totally epic, right? Na ja, geht schon. Habe Besseres gesehen. Ja. Oh, really? I bet you're just making that up, snob. Nö, ich sag das nicht einfach nur, ich habe schon in Minecraft Storymode einige schöne Sachen erlebt und gesehen, die, ja, ich sag's mal, besser sind. Oh, nichts anfassen. Na, dann müssen wir ja mal ordentlich berühren. Oh, ich werde auch fleißig berühren. Ins Fenster klopfen. Ja, Berührung. Ich klopfe mal ordentlich. Anfassen. Wird alles einfach mal anfassen. Wenn das schon so gesagt wird. Ansehen. Kann ich das auch berühren? Ein Quarztisch. Nee, kann ich nicht. Bücherregal. Ansehen. Ich will ein Buch rausnehmen. Alles schön anfassen. Nach dem Atlas suchen, also umwühlen. Wo ist der Atlas? Von denen lassen wir doch nichts sagen, hier von ihnen. Spieltreibern hier. X ansehen. Timmys Rüstung. Dann können wir die nicht mitnehmen, können wir die mal anziehen. Also, tatsch, 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 alles angefasst. So, da mal reinschlüpfen. Ja, die Tim-Rüstung. Na, ich weiß nicht, ob wir die einfach nehmen sollten. Wir sollten hier niemanden verärgern. Oh, komm. In der Rüstknauf an. Ja, ich bin ja jetzt der Sieger, kann ich nur noch eine Sieger-Rüstung tragen. Och, da nennt jetzt mir noch mal ein bisschen was von Tim. Dieser heilige Tim, was der denn so alles nicht tun würde. Dein Tim, also wenn der mal nicht erfunden ist. Schneidest du dich immer so an Leute ran? Ich wurde ja eingeladen und meintest, ich sollte zu dir kommen, Hadrian. Ich bin kein Fan. And why would you be? You haven't lost yet. Tim is an inspiration to them, even when he's not here. Eine Inspiration für ein Spiel um Leben und Tod. Eine Sache, die sie anleitet zu kämpfen. Das ist halt, was ist denn das für eine Inspiration? Was ist das für ein, ja, irgendwie schon ein Vorbild zu siegen und zu gewinnen, aber ist das denn, es gibt ihnen Hoffnung, aber Hoffnung worin? In der Not hier zu kämpfen und überleben zu müssen. Ja, komm endlich zur Sache. Und was willst du von mir? Ich will dein Geschwätz nicht weiter hören. Komm, erzähl mal, was du hier von mir willst. Warum bin ich hier?
See, there's something you should know about the games. No one ever wins unless we want them to. Not even Tim. Let that sink in. Boah. Nein. Ich frage jetzt mal nicht, ob es einen Tim gegeben hat. Wir wollen ihn ja nicht gleich zum Weißglück bringen. Is that what you're telling me? Tim gives them hope. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe gesagt, dass ich besser bin als Tim. Habe ich doch gedrückt, oder? Ja, Mann. Don't you miss your friends? Your treehouse? Wait, my treehouse? Woher weiß er von unserem Zuhause? Okay, er weiß, dass wir berühmt sind, dass wir das Ohren des Schweins sind. Die zweite Ohren des Steins. Ah, okay. Eine geheime Wand. Oh, sie sind gefangen. Da sind sie. Die haben wir wohl lange nicht mehr gesehen. What's going on here? And that guy's voice is the worst. I can even hear it through the obsidian. Ich habe euch gesucht. Was ist los hier? Petra and Lucas are still with you? That's such a relief. Yay. Die sind wohl nicht so begeistert von Elva. Aber was macht ihr hier drin und hat er euch... Was läuft denn hier? Was läuft hier falsch? Was ist denn hier? Was zum Henker? Ruben? Was, wann, wo, wie? Ruben? Hallo, Ruben. Ich glaube nicht, dass er weiß, wer Ruben ist. Awkward. Das ist tatsächlich sehr awkward. Der Liebe meint Ruben. Der Mensch. Ach, Herr Jan. Du alter, dummer Narr. If you lose the next match and go work in my mines, then I'll let your friends go. All of them. All deine Freunde. Okay. But aren't your friends worth it? Mach ich dir denn so viel Angst? Das ist doch meine Antwort. Ich muss doch bestimmt gleich wählen zwischen Ruben, in Anführungszeichen Ruben, und meinen beiden Freunden. Na, dann töte doch Ruben. Ich werde es wohl verkraften. Vergiss es, ich mach keinen Deal mit dir. Keinen Deal mit dem Teufel abschließen. Ja, lieber gefangen sein, als einen Deal mit dem Sack machen. Habe ich jetzt meine Freunde riskiert, oder was? Habe ich jetzt Ruben riskiert? Bande. Der arme Ruben. Dieser unschuldige Mensch. Wer auch immer der ist. Lockenmittel. Nein, ich bin nicht okay. Die haben meine beiden Freunde. Ja. Und Axel und Olivia gefangen. Der liegt im Gefängnis fest. Das ist ein Monster, dieser Adrian. Wir gehen nicht in Minen. Wie wären das? Kein Deal mit Adrian. Ich vertraue Adrian nicht. Wir müssen da einen Weg rausgeben. Jesse war smart. Adrian never would have kept that deal. Even if you did volunteer to throw the game, he just said. Sie ist jetzt wieder auf unserer Seite. Ja.
Okay. Erst will sie uns töten und jetzt wieder auf unserer Seite. Ja, sie wurde beeinflusst, aber. Otto. Ja, Otto heißt der neue Ruben. Ja, er ist sehr pedantisch in Sachen Regeln. Vielleicht könnte man ihn so irgendwie austricksen. Kann man die Regeln irgendwie in die Regeln umtricksen. Was mit den anderen Gefangenen? Ja. Vielleicht können wir irgendwie die Regeln so auslegen, dass sie dem Hadrian ins Werk pfuschen und den halt ja, mit den Regeln gegen Hadrian. All the other teams by yourself. That is a pretty tall order. Ja, Schluss mit dem Pessimismus. Das schaffen wir schon. Wir kriegen das hin. Wir besiegen alle. Wir schaffen das. Wir werden. Den haben wir ja schon gewonnen. Was ist denn hier? Das ist. Ach je. Müssen wir noch mehr Kämpfe bestehen? Wie wir dann wohl alle hier befreien? So schaut's aus. Ein Stichwort. Was muss ich machen? Die Spiele sind manipuliert. Naja, okay, das ist eine Aussage. Die ist jetzt nicht ganz gut recherchiert, aber okay. Hadrian kontrolliert nicht alles. Aber? Ach doch, wir schlagen Hadrian. Ja, der Tim. Du hast recht, das hat er getan. Ja, wir haben doch schon mal vor ein paar Episoden die Regel gemacht. Lass nur ihnen ihre Legenden. Wir wollen ja nicht. Du gibst also so einfach auf? Das ist eine Frage. Will ich nicht kämpfen wie Tim? Willst du nicht stark sein wie Tim? Jo. Inspiration. Dann sagen wir mal Inspiration. Doch, wir sind in der Lage, wir schaffen das. Wir können das, genau. Das ist der richtige Satz. Das ist das Richtige. Wir können es schaffen. Ja, wir können das schaffen. Ja, wenn wir zusammenarbeiten, als ein Team. Wie wenn. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir werden alle frei sein, aber. Ja. Das scheint nicht so anzukommen. Ja. Mittelmäßig. Ich war sowieso mal davon begeistert. Was soll's. Der letzte Satz hätte nur ein bisschen reinhauen müssen. Ah, naja. Du musst an dich glauben. Wirklich, die will sehr leicht aufgeben. Und die sagte immer, nö, das wird nicht, nö, das schaffe ich nicht. Nein, das geht nicht. Sagt, nee, das geht nicht, nee, das schaffe ich nicht, nein, das wird nichts, dann wird das auch nicht. Kannst du auch nicht gewinnen. Das ist nicht die richtige Einstellung. Das würde ich hoffen. Wie wäre denn das schon irgendwie bestehen? Das letzte Spiel kommt auf uns zu. 3 Spiele, wie es aussieht. Das erste haben wir schon bestanden. Jetzt kommt noch eins.
Oh, das sieht so aus, als wären wir schon mittendrin. Das finale Spiel in der finalen Battle Arena. So, da werden wir hingeführt. Jetzt müssen wir kämpfen, jetzt müssen wir uns beweisen und siegreich hervorgehen. In den Mauern stehen wir. Ich habe keine Angst. Nicht im geringsten, ich habe keine Angst. Ich weiß, dass ich bestehen werde. Ja. Ich werde es schaffen. Ich kann das überstehen. Und diese alten Bauer hier, diese alten Säcke dort oben können mir gar nichts. Oh. Neue Territorien, neue Gebiete. Das sieht ja spannend aus. Na dann. Auf geht's. Da werden wir schon reingeschubst. Oh, werden wir hier benachteiligt oder was? Deine Bosse sind das Letzte. So. Wir haben einen klaren Nachteil, aber wir kriegen das hin. Da werden die Regeln erklärt. Das Gemetzel überleben und wir müssen hier uns was bauen. Jo. Der Sieger bekommt alles. Noch einen. Auf geht's. Ich bin auf alles gefasst. Ich komme auch mit schwachen Materialien zurecht. Ist zwar sehr unfair, aber auf geht's. Nur Erde und Kies. Wir schaffen's. Auf geht's. Dann werkeln wir mal ein bisschen rum. Aber erst im nächsten Part. Für diesen Part soll es das gewesen sein. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwangfest verpassen wollt. Habt ihr noch einen angenehmen förstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut da drinne. Bis zum nächsten Part. Man sieht sich. Ciao, ciao.